Heute gibt es sommerliche Hähnchenschnitzel mit einem leckeren Zucchini-Salat. Die Schnitzel sind wirklich wunderbar gewürzt und haben eine sehr lockere und luftige Panade. Und dazu habe ich einen Zucchini-Salat gewählt mit einer sauren Sahne-Dressing, der hervorragend mit diesen Schnitzeln harmoniert. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. Hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Wenn du neu hier bist, kannst du gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ich freue mich wirklich jederzeit über einen Kommentar oder Like von euch. Vielen Dank! Als erstes reiben wir die Zucchini in dünne Scheiben, dann werden sie gesalzen und anschließend ruhen sie für 10 bis 15 Minuten, damit sie etwas weich werden. Für das leckere Sauerrahmdressing habe ich hier die Zutaten eingeblendet. So, und hier die Zutaten für die Hähnchenschnitzel. Hier die Zutaten für die Panade. Das Ei wird jetzt noch mit einem Schluck Milch verquirlt. Hier habe ich jetzt meine Hähnchenfilets. Die schneide ich jetzt längs auf in zwei Hälften. Du kannst natürlich auch das ganze Hähnchenfilet nehmen und mit einem Fleischhammer plattieren. Die Hähnchenschnitzel werden von beiden Seiten schön mit Zitronensaft beträufelt. Anschließend auch beide Seiten salzen, pfeffern und schön Paprika edelsüß drüber geben. Anschließend das Ganze schön mit den Händen ein bisschen einmassieren. Für das Panieren wälzen wir die Hähnchenschnitzel zuerst im Mehl, dann in der Eiermasse und anschließend im Semmelmehl. Die Zucchini sind jetzt schön weich und jetzt können wir sie mit dem Dressing vermengen. Ich habe jetzt eine Pfanne mit Rapsöl und etwas Butter erhitzt und jetzt habe ich hier meine Kochlöffelprobe gemacht. Es bilden sich Blasen am Kochlöffel, das heißt, wir können jetzt die Schnitzel anfangen zu braten. Um das Schnitzel richtig zu braten, benötigst du wirklich ausreichend Öl. Kurz nachdem du die Schnitzel in die Pfanne gegeben hast, nimmst du eine Gabel, stichst in das Schnitzel hinein und schwenkst es im Öl. Dadurch bildet sich Luft unter der Panade und das Schnitzel kann richtig ausgebacken werden. So bekommst du am Ende ein wunderbares, knuspriges Schnitzel. So, und damit sind wir schon am Ende. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt. Wir haben es wirklich nur mit dem Schnitzel und dem Salat gegessen. Das war für uns vollkommen ausreichend und hat super zusammen harmoniert. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag.